Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Adobe AI-Reihe. Beim letzten Mal haben wir uns mit Firefly beschäftigt und heute geht es mit Illustrator weiter, direkt nach dem Intro. Um das AI-Feature zu benutzen, geht ihr in Illustrator rein und öffnet erstmal ein neues Projekt. Ich habe erstmal die Datei benutzt, die ich damals auch für unser Reel genommen habe, deswegen nicht wundern, ich zeige euch gleich noch ein, zwei Sachen. Aber falls ihr euer Fenster noch nicht sehen solltet, wo ihr etwas erstellen könnt, geht ihr hier oben auf Fenster und anschließend auf Text-to-Video-Grafik-Beta oder einfach nur Text-to-Video-Grafik. Anschließend sollte sich dieses Pop-up öffnen. Auf der rechten Seite bei Ebenen kann ich euch einmal ganz kurz zeigen, welche Ebenen wir alle hatten. Das ist einmal der große Background, den ich erstellt habe und dann nochmal die ganzen kleinen einzelnen Icons. Wie ihr sehen könnt, können wir die alle einzeln markieren, das heißt, die sind auch frei verschiebbar und so konnte ich dann auch das Reel erstellen, inklusive der Glühbirne, den Schraubenschlüssel und dem Roboter. Rein in das neue Projekt oder zumindest in mein angelegtes Tutorial-Objekt, weil ich habe hier drüben schon mal alles zurecht gemacht mit all den einzelnen Schritten, damit ihr einmal seht, was ich gemacht habe und gleichzeitig ich auch im Video nicht vergesse, worauf ich einzugehen habe. Fangen wir dabei an, dass die erstellten Pfade gleichzeitig noch unterteilt sind, wie beispielsweise eine Gruppe und auch den Hintergrund. Das bedeutet, dass ihr nach der Generierung nicht festgelegt seid auf eure Pfade, sondern diese auch notfalls noch anpassen und verändern könnt. Ich aktiviere hier drüben einmal ganz kurz die Berge für das gesamte Bild und hier oben könnt ihr auch einmal sehen, welches Prompt ich benutzt habe, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Anschließend kopiere ich mir das Ganze, lege eine neue Ebene an, in die wir das Ganze packen und nehme den kopierten Text und füge es hier drüben in das Eingabefeld ein. Bei dem Type Dropdown könnt ihr euch entscheiden, ob es sich um ein Motiv, eine Szene, ein Symbol oder ein Muster handelt. Erstmalig bleiben wir aber bei der Szene. Sunset, orange to blue sky, fade lots of details, more stars, polar lights, mountain in the foreground, depth of view ist unser Prompt und ich deaktiviere an den Stil anpassen, dazu später mehr. Allerdings können wir noch nicht direkt anfangen. Ich deaktiviere einmal unser altes Bild ganz kurz und erstelle anschließend eine neue Fläche und zwar entscheide ich mich hier für ein Quadrat. Diese Fläche brauchen wir, weil in dieser unser generierte Vektorgrafik erstellt wird. Jetzt überprüfe ich noch, dass sowohl die Fläche als auch die Konturen nicht ausgefüllt sind. Gucken wir nochmal in unser Pop-up-Fenster, sehen wir, dass wir hier drei weitere Buttons haben. Einmal die Stilauswahl aus dem Referenzbild, die Beispieleingabe auswählen und Einstellungen, wo wir den Detailwert festlegen können, von weniger bis hin zu mehr im Regler haben. Ich lasse das Ganze aber erstmal auf dem Standardwert 2 und drücke auf Generieren. Das Ganze wurde natürlich wieder verschnellert, aber hier ist das Ergebnis. Genau wie bei unserem vorherigen Video erhalten wir auch hier wieder drei verschiedene Variationen, die sich allesamt auf unser eingegebenes Prompt beziehen. Da können wir uns halt eben entscheiden, welches wir nehmen und als nächstes machen wir mal eine Generierung mit wesentlich mehr Details. Nachdem wir auf Generieren gedrückt haben und kurz gewartet haben, können wir sehen, dass sich tatsächlich der Detailgrad wesentlich erhöht hat. Die Arbeitszeit dabei beträgt in etwa genau die gleiche und es entstehen auch wieder drei verschiedene Variationen, aus denen wir uns eine auswählen können. Das Coole dabei ist, wenn wir einmal beiseite klicken, dass wir sofort sehen, dass alles Einzelne auch markierbar ist. Und wenn wir hier drüben in die Ebenen sehen, erkennen wir auch, dass es sowohl einen Hintergrund gibt, als auch eben einfach nur einen Vordergrund. Vergleichen wir das Ganze nun mit meinem vorherigen Bild, was ich als Beispiel genommen habe, können wir erkennen, dass wir da wirklich schon ziemlich nah dran sind. Als nächstes lösche ich einmal die alte Ebene, da wir diese nicht mehr brauchen. Gucken wir uns als nächstes die nächste Sache an, die wir erstellen können. Dafür gehe ich hier oben auf Typ und wähle Motiv aus. Das könnt ihr dann auch dort oben sehen. Wie ihr erkennen könnt, habe ich mich dafür entschieden, drei verschiedene Sternschnuppen zu nehmen. Also die haben halt auch alle ein unterschiedliches Prompt, was ich hier drüben einmal reingeschrieben habe. Das kopieren wir uns gleich einfach wieder. Und ich habe die Details einmal auch auf ganz wenig gestellt. Und was noch super wichtig ist, ist, dass ihr das an den Stil der aktiven Zeichenfläche anpasst, damit es einheitlich wird. Das erste Beispiel zeigt uns an bei Detailgrad 1 und wenn die Stilanpassung ausgeschaltet ist. Wie man erkennen kann, ist es ein bisschen off, aber es fittet noch. Kommen wir nun zum zweiten Bild. Da können wir schon erkennen, auch mit wenigen Details und der Anpassung, dass halt die Colors gerade matchen. Mit diesem dunklen Lila und auch diesen Orangetönen, das ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut. Als letztes kommen wir dann noch zu vollen Details und ich muss sagen, das ist tatsächlich mit einer der Sachen, die mir am allerbesten gefällt. Die Orangetöne passen perfekt einfach. Auch die Lilatöne mit dem Dunklen sind 1:1 gut getroffen. Selbstverständlich könnt ihr auch hier natürlich wieder alle einzelnen Fäden anpassen und wenn ihr daneben klickt, seht ihr die auch. Jetzt sind wir fertig mit der Funktion, kommen wir als nächstes zur Neufärben-Funktion. Klicken wir dort einmal rauf, öffnet sich ein neues Pop-up und wir werden gefragt, ob wir es testen oder verwerfen wollen. Ich klicke auf Verwerfen, weil ich die Funktion ja schon kenne, aber wenn ihr es ausprobieren wollt, drückt auch gerne einmal aufs Testen. Bei der Farbbibliothek habt ihr schon unendlich viele Farbkombinationen, von Erdfarben über Natural bis hin zu Standardfarbfeldern und. Und ihr könnt hier einfach mit einem Drag-and-Drop eure Farbe einstellen.
Wie ihr erkennen könnt, ändert sich damit das gesamte Bild und auch die Stimmung. Aber es gibt ein weiteres Feature, und zwar die generative Neufärbung mittels Prompts, auf die wir gleich noch eingehen. Solltet ihr mit einer Sache nicht zufrieden sein, könnt ihr einfach über die Pfeile dort oben eure Farben wieder zurücksetzen. Ich habe hier auch einmal ein Beispiel angelegt, beispielsweise hier mit Blau und Lila Tönen. Das hat mir auch besonders gut gefallen, und das Coole ist, die Ebenen bleiben erhalten, also ihr verliert auch keinen Fortschritt. Solltet ihr auf ein ähnliches Ergebnis kommen wollen, gebt einfach oben bei dem Prompt Synthwave Style Cyberpunk ein und drückt auf Generieren. Anschließend müsst ihr noch einmal den Benutzerrichtlinien wieder zustimmen bei Adobe, das haben wir ja im letzten Video schon einmal geklärt. Und zack, habt ihr damit auch eure 4 neuen Ergebnisse, die alle in diesem Synthwave Cyberpunk Style gelistet sind. Ich finde alles ziemlich, ziemlich cool, um ehrlich zu sein, aber mein Lieblings ist immer noch das da unten, was auch sehr nah an dem ehemalig gezeigten Bild dran ist. Für Farbexpertinnen da draußen gibt es noch die erweiterten Optionen, wo ihr alles einzeln einstellen könnt, aber das würde den Rahmen sprengen, und so gut kenne ich mich tatsächlich dann auch nicht mit Farbharmonien aus, deswegen lasse ich das Ganze erstmal so. Das nächste Feature, was ich euch zeigen möchte, ist einmal Prompt und die Stilauswahl aus einem bereits vorhandenen Bild, um genau solche Bilder zu erstellen. Ich habe mir dafür einmal auf Pixabay ein Bild mit kostenloser Lizenz runtergeladen, um euch das einmal zu demonstrieren. Und das seht ihr einmal hier drüben. Ich wollte nämlich genau diese Farben und dergleichen einfach mit anwenden. Und auch hier könnt ihr wieder sehen, das funktioniert alles gleich. Wir haben einmal unser Bild, wir haben unseren Background, wir haben unseren Foreground. Und wir bekommen es damit hin, ziemlich coole Bilder zu erstellen, die genau die Farbpalette aus unserem Referenzbild enthalten. Um diesen Effekt zu erzielen, deaktiviere ich erstmal wieder alle alten Ebenen, damit wir nicht durcheinander kommen. Und genau wie in dem Schritt davor erstelle ich mir erstmal eine neue Ebene bzw. wähle die Leere aus und erstelle auf diese eine neue Fläche. Als nächstes drücke ich wieder auf unsere Text-zu-Vektor-Grafik-Pop-Up, wähle hier die Szene, weil wir natürlich eine gesamte Szene haben wollen, und gehe hier auf das Referenzbild-Dropper-Symbol. Wie ihr erkennen könnt, ist das Bild, über das wir gerade hovern, dann auch komplett markiert, und wir können dann dort einfach einmal raufdrücken. Ein kleiner Haken erscheint dann rechts neben unserem Symbol und wir sehen, dass wir einen Stil ausgewählt haben. Ich habe die gesamten Settings erstmal genauso gelassen, wie sie vorher gewesen sind, damit wir einen Vergleichswert haben. Anschließend habe ich auf Generieren gedrückt und einen kleinen Fehler gemacht. Damit euch nicht dasselbe passiert, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr euer Rechteck ausgewählt habt und nicht das Bild. Perfekt. Hier schiebe ich einmal ganz kurz unser Pop-up beiseite, und wie wir erkennen können, werden auch hier wieder 3 komplett unterschiedliche Bilder generiert mit demselben Farbstil. Und ich muss sagen, tatsächlich ist das mit einer meiner Lieblingsfunktionen, weil es so ziemlich einfach ist, ziemlich coole Bilder einfach zu erstellen. Egal, ob das jetzt für einen T-Shirt-Druck ist, ob das einfach nur für ein Design ist oder dergleichen. Gerade die Farben und die Details gefallen mir. Auch dieses leicht Surreale ist ziemlich, ziemlich cool. Und die Möglichkeiten, die man damit hat, sind eigentlich unbegrenzt. Lasst uns gerne mal auf Social Media eure coolsten Kreationen sehen, wenn ihr das Feature ausprobiert. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Nachdem ich euch jetzt diese gesamten Szenen gezeigt habe, möchte ich noch auf die letzten beiden Typen gehen. Als allererstes müssen wir dafür aus dem Isolationsmodus raus. Das können wir ganz einfach da oben machen. Und anschließend, genau wie in den Schritten davor, erstellen wir uns eine neue Ebene, deaktivieren die alten und erstellen uns eine neue Fläche. Jetzt kommen wir nämlich zu den Symbolen. Dafür schnappen wir uns einmal unser Pop-up-Fenster, stellen sicher, dass wir unser Referenzbild deaktiviert haben und wählen dann hier einfach Symbol aus. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch ein paar Beispieleingaben von bereits erstellten Sachen, die ihr euch einfach kopieren könnt, aber wir gehen natürlich für was Eigenes. Ich habe mich für ein Glühbirnen-Icon entschieden, weil ich mir dachte, das passt ziemlich gut zum Makerspace, und wie ihr erkennen könnt, weil ich das schon mal gemacht habe, kriegt ihr es auch als Vorschlag. Hier haben wir dann 3 verschiedene Sachen und die sehen relativ kolortrist aus, aber das liegt auch einfach daran, dass ich vergessen habe, den Stil rauszunehmen, den wir vorher aktiviert haben, da wir nur eine weiße Fläche haben, wurde sich daran orientiert. Jetzt habe ich das noch einmal rausgenommen und wir lassen das einmal generieren in Echtzeit. Je nach Computer kann das natürlich jetzt unterschiedlich lange dauern, aber oben rechts könnt ihr schon mal erkennen, wie eure Vorschau aussieht, und wir haben auch nachher nicht allzu langer Zeit unsere Ergebnisse, und das sieht jetzt schon wesentlich, wesentlich besser aus. Insbesondere mag ich dieses Feature für Präsentationen und dergleichen. Und als letztes kommen wir jetzt nun noch zu den Mustern. Wie ihr sehen könnt, gibt es ziemlich, ziemlich viele verschiedene Vorgaben. Die reichen von einfachen Obst über Blumen bis hin zu Blättern oder halt auch absolut künstlerischen Meereswellen. Ich habe mich tatsächlich aber für die Früchte entschieden. Und zoomen wir einmal rein, können wir sehen, es handelt sich tatsächlich um Früchte. Natürlich könnt ihr das auch mit Autos oder was auch immer machen. Das sieht manchmal vielleicht, wenn es zu klein ist, ein bisschen wild aus, aber auch hier habt ihr wieder 3 verschiedene Optionen, aus denen ihr euch was auswählen könnt. Also probiert euch einfach mal ein bisschen aus. Das war's auch mit dem Video für diese Woche. Wir sehen uns beim letzten Workshop in Photoshop. Bis zum nächsten Mal.